Jo Freunde, was geht? Hier ist Relate und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Unity. Ja Freunde, und zwar machen wir jetzt im 10. Teil jetzt weiter. Und ja, ich würde sagen, ich will wieder nicht drumherum labern. Ich mache mich jetzt auf den Weg zur nächsten Mission. Und hier haben wir wieder Schweinsköpfe und Schweine. Ganz großen Schwein und ein Hahn ist das, muss ich sagen. Ne? Ein paar Brötchen. Also wer Hunger hat, kann sich mal schön breit machen. Hier noch so ein Schwein. Ja Freunde, was gibt's denn noch so zu sagen? Ich komme eigentlich momentan gut klar, nur was mir halt auch sehr schwer liegt. Generell so ist das halt das Bearbeiten und so. Da muss ich halt noch gut klarkommen. Den sollte man an den Pranger stellen, der Ruhiger. Ich habe direkt mal eine Kiste. Ja genau, Leute. Wegen den Videos und so. Ja, es dauert halt immer ein bisschen bei mir noch. Weil ich noch gar nicht diese Skills und so habe. Okay. Achso, da. Ja. Aber nichtsdestotrotz, ich hänge mich rein. Wird halt nicht leicht jetzt mit Prüfung und so. Was macht denn schon? Ja, wird halt nicht leicht mit Prüfung und so. Und ja, aber ich will jetzt nicht so viel rummeckern. Das Ganze einfach jetzt durchziehen. Ich will auf jeden Fall mit diesem Scheiß hier leben. Das ist auf jeden Fall meine größten Ziele und dann folgen halt andere große Ziele. Aber bis dahin wird es auf jeden Fall noch dauern. Aber nichtsdestotrotz muss Kopf immer oben bleiben. Ich weiß, klingt jetzt wie Philosoph und so. Aber eine eigene Motivationsrede könnte auch noch nicht mal schaden. Deswegen immer Fokus nach vorn und mit Hilfe von euch und so weiter könnte es gut klappen. Und versucht noch eine Schnellreise zu machen, aber ich bin ganz woanders hingelandet. Ich frage mich eigentlich damals während der Französischen Revolution, das ist ja halt hier, geht halt hier um die Französische Revolution gerade. Ich frage mich wirklich, ob es auch damals schon die Fahnen gibt, weil in Geschichte Absolutismus und so habe ich leider nicht so richtig durchgenommen. Es sind auf jeden Fall mehrere Köpfe mit beteiligt gewesen. Aber schon heftig, was damals der Zustand da war. Aber was mir als erstes direkt aufgefallen ist am Spiel, ist, dass ich sofort die Fahnen gesehen habe. Jetzt sind wir angekommen. Mal gucken, was uns jetzt gleich als nächstes erwartet. Was haben wir? Der Jakobiner-Club. »400 bewaffnete Adlige, Honoré? Ohne den General Lafayette!« »Genug! Die Luft ist geschwängert von eurem Gepolter! Nur heiße Luft und keine Taten! Doch dieser Mann bringt frohe Kunde! Arno, was erfuhrst du von dem Silberschmied?«
fertigte sie und noch weitere. Für einen gewissen Mann namens Lafreniere. Bist du sicher? Gewiss. Großmeister de la Serre lobte immer seine Loyalität. Also gut. Ich denke, die Sache ist klar, Arno. Finde Monsieur Lafreniere. Das habe ich bereits getan, Monsieur. Er ist keine Gefahr. Was sagst du da, Pisspot? Ich hatte eine Spur zu Lafreniere. Ich folgte ihr und tötete ihn. Unvorstellbar. Was hast du dir dabei gedacht? Ihr widersetzt euch dem Credo. Den Rat nochmal umgehen. Was gab euch das denn? Neues Arschloch! Obwohl der Rat deinen Eifer bewundert, ist es nicht an dir, dein Ziel zu wählen. Du hättest uns Bericht erstatten müssen. Vergib mir, Mentor. Ich habe in ihm den Mann hinter Monsieur de la Serres Ermordung vermutet. Und als ich dann weitere Hinweise vorfand, die für einen groß angelegten Schlag gegen die Bruderschaft sprachen, schritt ich zur Tat. Vermutungen? Hinweise? Ich bin mir nicht mehr sicher, ob Lafreniers Motivation. In seinen Erinnerungen sah ich, wie er einen Brief schrieb, um Monsieur de la Serre vor dem drohenden Betrug zu warnen. Als er von dem bevorstehenden Angriff sprach, erwähnte er einen Club in Marais, doch keines unserer Verstecke. Und was schließt du daraus? Ich weiß es nicht. Ich würde es gern weiter untersuchen. Das gefällt mir nicht. Der Junge ist ein begabter Assassine. Doch ist er besessen von persönlicher Rache. Ein anderer sollte der Spur folgen. Wir haben keine Zeit. Was immer Lafreniere auch plante, es geschieht heute Nacht. Diesmal bat er um Erlaubnis, Guillaume. Ah. Dann geh, sieh, was du findest. Aber überstürze nichts mehr. Ja, Mentor. Gibt's wohl mächtig Ärger beim Rat. Und wir müssen jetzt zum Hotel de Bevue, Bevue oder Bevue. Mal hingehen. Letztendlich guck ich mal kurz, ob es was. Zeigt. So. Auf geht's. Hotel. Los. Arno, alles Gute. Oh Mann, jetzt bin ich an einem Händler vorbeigegangen, aber leider kein Ausrüstung aufgefüllt. Aber egal. Bin ich wieder unten? Ah, nach oben. Und ich würde sagen, wir sehen uns, wenn wir beim Hotel dran sind. Das nicht so lange dauert. Ich mach grad mal alles aufhängen, ob es jetzt. Alles aufhängen. Oh, wird ein bisschen teuer sein. Aber egal. Thank you.
da oben sind wir gleich. Bringt ihn nach oben. Beeilung! Latouche, alter Freund. Ihr kommt ganz schön rum, oder? Oh je, das kann wieder was werden. Es sind die Renovierungen. Bis die vollendet sind, führen die Tunnel direkt in den Keller. Und wir wollen nicht, dass Diebe durch den Boden kommen und uns ausplündern, oder? Ich schätze nicht. Komm her, ich zerquetsche dich, wie es sich für eine Made gehört! Was war das denn? Ich geh mich wieder verstecken. Weil ich selbst mal die Bären noch bekloppen. Genau, haut euch die Bären noch weg. Dann habe ich einen einfachen Weg. Echt logisch, ne? Gar nicht, kann ich auf den Steck schießen. Okay, die wollen nicht wieder die Bänder wegkloppen. Ah!
genug für dich! Ihr verfluchten Gemäßigten verdient nichts an! Das bleibt nicht ungesühnt! Hier habe ich noch mal eine Truhe gefunden. Jetzt machen wir uns auf den Weg zum Hotel. 750 Frauen perfekt. Ja, aber eben hatte ich doch 33.600 Frauen. Warum habe ich jetzt aber nur weniger als die Hälfte? Hier wird der Alarmglocke weg. War doch was. Nach unten und durchgehen. Was hoch. Ah, Mann. Gilt das nicht als Versteck? Komisch. Wahrscheinlich voll Heuhaufen, ne?
Warte mal. Scheiße, ich wollte mich dahinter verstecken. Verdammter Gemäßigter! Nichts überstürzen, wir machen ihn. Warum kommen die eigentlich nicht hier? Weil direkt an der Tür. Komisch. Wie ein verfluchter Geist. Gut, ich gehe besser zurück. Komm, dreh dich um, Mann, Fetchmann. Was soll das denn bedeuten? Nur, dass manche Leute nicht mögen, wenn man sich einmischt. Kapiert? Scheiße. Entschuldigung, Brutus, ein Verbrechen, das mit dem Tode bestraft wurde. Caligula! Da bist du ja! Verlangte zum Tode, wenn er Sakrileg beging, sich vor dem Bild des Herrschers zu entblößen. Komm zurück und kämpfe! Auf geht's! Mist! Wo ist der Hit? Ich liebe eine schöne Jagd! Hört sich da! Scheiße! Fuck, Alter! Mann! Ja, toll, ey. Wieder die scheiß Kerle da. Was in Gottes Namen suchen wir in den Katakomben? Rater Abschaum! Versuch, nicht
geht der runter wieder, ja. Ey, bist du doof, Alter? Boah, ihr wisst gar nicht, wie mein Arsch gerade weh tut. Wo ist der Typ? Zurück. Du Scheiße, Alter. Wie soll ich das knacken, bitte? Scheiße. Ja, Mann. Zu handeln vermag. Ach, wie viel physischen und moralischen Schmerz kann ein Mensch vor dem Tod ertragen? Der Lebenswille kapituliert vor dem Stolz, der gebieterischsten aller Passionen, die das Herz eines Mannes beherrschen. Die schlimmste aller Strafen für einen Mann der Gesellschaft ist die Schmach. Wie lange sollen wir noch warten? Ich muss mich um meine Geschäfte kümmern. Nur etwas länger. Der Großmeister will die Reihen der Politiker richten, bevor wir beginnen. Und dann erfahren wir auch den Grund für unsere letzten. Warum sich dann auf die Todesstrafe beschränken? Das schmeckt mir nicht. Der Plan ist viel zu unsicher. Und wir dürfen auch Lafreniere nicht außer Acht lassen, der uns alle ans Messer liefern will. Ihr habt es noch nicht gehört. Was gehört? Lafreniere ist tot. Seit Stunden. Ja, ja. Assassine. Das wäre praktisch. Alle Ideen so ist das mit den Assassinen. Zeigt ihnen eine Templerverschwörung und sie fragen nicht lange, sondern schlagen sofort zu. Sie sind schön berechenbar. Kommt, wir holen den Kapitän und beginnen. Dass die Würde des Menschen unbekannt ist, jene der Bürger erst gar nicht existiert. Und ist der Beweis, dass der Herrscher nichts als ein Meister ist, der Sklavenbefehl ist und sie sind. Sinne, what would you
Was glaubst du, wie spät es heute wird? Bitte noch eine Antwort, Freund. Seid ihr fertig? So gut wie. Das Problem ist, ich kann das den ganzen Tag machen. Aber du? Du hast vielleicht nur eine Stunde, höchstens zwei. Eine halbe mit den scharfen Werkzeugen. Also, warum lassen wir nicht die Spielchen und kommen zum Punkt? Sag mir, wo es ist, und du hast es hinter dir. Wie war das? Ihr seid sehr klug. Hui! Mach dir sauber, schnell! Komme sofort! Ihr habt das Wiesel gehört. Warft ihr ihn wirklich aus dem Fenster? Abfall gehört in die Gosse. Fahrlässig. Jemand hätte es sehen können. Wer? Meine Jungs überwachen hier alles. Jeder gute Samariter wird's bereuen. Das hoffe ich. Der Großmeister wird nicht erfreut sein, wenn der ganze... Plan wegen eines toten Tagelöhners auf... Er geht doch. Der Großmeister wird nicht erfreut sein, wenn der ganze Plan wegen eines toten Tagelöhners auffliegt. Er hatte recht. König Ludwig hat mit allen möglichen Leuten gesprochen. In einem Atemzug verspricht er die Revolution. Im nächsten verspricht er bei ihrer Umsetzung zu helfen. Scheiße, Hand. Ich hab's schon verkackt. Ah, kannst vergessen. Natürlich, Großmeister. Mit diesen Beweisen hier ist die Verurteilung abständig gesichert. Ich danke Ihnen zum Helfen. Sehr gut gemacht. Achso, hier muss ich. Marie. Kommen Sie aus. Durch Hunger und Gewalt. Große Taten erfordern Geduld, liebe Freundin. Wenn Paris noch etwas länger leiden muss, um die Welt umzugestalten, dann muss es so sein. Warum beseitigen wir ihn nicht einfach? Einer meiner Männer, ein Messer, eine dunkle Gasse... Ein Kinderspiel. Wir brauchen einen Sündenbock, Kapitän, keinen Märtyrer. Übt euch in Geduld. Bei allem Respekt, Großmeister. Geduld ist schön und gut. Doch je länger wir warten, desto größer die Gefahr der Entdeckung. Die Assassinen fanden Sivert und den Roi de Thun bereits. Sivert und der Roi haben ihren Zweck bereits erfüllt. Ihr Ableben ist zwar unerfreulich, aber kein Hindernis. Und die Assassinen haben ihren Nutzen unter guter Führung schon bewiesen. Was ist mit de la Serres Brut? Wenn sie die alte Garde um sich scharen kann, wird sie zu einer Gefahr. Darüber macht euch mal keine Sorgen. Wieso nicht? Mademoiselle de la Serre macht sich bald auf den Weg zum Hotel Voisin. Zu einem Treffen mit Monsieur Lafrenière. Leider kann Monsieur Lafrenière hier nichts mehr sagen. Elise! Raffiniert, Großmeister. Doch ihr hattet auch schon Reibereien mit... Ach, Scheiße, Alter. Ich hab dir gar nicht... Bei allem Respekt. Euer Glück kann nicht ewig werden. Oh! Der Spion ist noch hier! Du entkommst nicht, du Feigling! Fuck, Alter! Spion herum. Kein Spion entkommt, wenn ich Dienst habe! Ich hab kein Fenster. Alter, nur ein Fenster brauche ich. Stimmt etwa? Da bist du ja! Da ging's nach draußen. Hier treibt sich ein Spion herum! Du verlierst dein Tempo! Boah, endlich! Zum Glück, ja. So, Freunde. Ich würde sagen, was war's an dieser Stelle? Oder gibt's wieder was zu labern? Gibt's nicht, ne?
Okay, Freunde. Das war's an dieser Stelle. Ich mach mal kurz Licht, damit ihr mich seht. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und abonniert diesen Kanal. Folgt mir auf Instagram und Facebook. Da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ich bin schon wieder. Ihr merkt es schon. Bis dann, euer Khalid und ciao.